Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wo es darum geht, wie ein LED-Strip mit einzelnen RGB-LEDs über ein Arduino-Board angesteuert wird. Der Aufbau ist relativ einfach. Wir benötigen einmal einen LED-RGB-Strip. Das ist hier der WS2811, es gibt auch den WS2812. Der große Unterschied ist hier nur die Betriebsspannung. Wir haben hier die 12 Volt Variante, es gibt natürlich auch eine 5 Volt Variante. Wichtig ist hier bei der 12 Volt Variante, dass wir hier eine Spannungsquelle haben, die uns 12 Volt Gleichstrom liefert und die auch ein Netzteil mit ausreichend Ampere hat. Das heißt, wir brauchen hier ein Netzteil, das mindestens 72 Watt hat. So ist es laut Herstellerangaben von LED-Strip erforderlich. Weiters benötigen wir dann hier noch zwei Leitungen zum Arduino-Board. Das ist einmal die Masse, die wir hier ganz normal mit dem Ground-Pin verbinden. Und dann haben wir hier, das ist hier die grüne Leitung, das ist die Datenleitung. Die müssen wir dann mit einem digitalen I/O-Pin, in unserem Fall hier mit dem Pin D6, verbinden. Im Internet existieren auch viele Schaltbilder, wo dann hier ein Kondensator verwendet wird oder am digitalen Pin noch ein Widerstand von ca. 200 Ohm hinzukommt. Das ist nicht zwingend notwendig. Weiters möchten wir hier noch kurz auf den Strip selbst eingehen. Wir haben hier einen Chip. Dieser Chip ist der RGB-Controller. Hier werden von jedem Chip drei LEDs gesteuert. Das heißt, es gibt auch Strips, wo wirklich jede LED individuell gesteuert wird. Und hier wird immer ein Dreierpaket von diesen RGB-LEDs gesteuert. Das heißt, drei LEDs leuchten immer in der gleichen Farbe, gleich stark, je nachdem, wie das hier angesteuert wird. Und das läuft hier so den ganzen Strip entlang. Wenn der Aufbau fertig ist, dann können wir auch hier das Arduino-Board gleich über das USB-Kabel mit unserem Computer verbinden. Und in weiterer Folge werden wir uns hier dann noch kurz mit der Software auseinandersetzen. Für die Software benötigen wir eine passende Library. Über diesen mittlerweile auch nicht mehr so neuen Library Manager vom Arduino IDE können wir diese Library ganz einfach installieren. Das heißt, wir geben jetzt hier oben in unser Suchfeld die Adafruit NeoPixel Library ein, als Suchbegriff Adafruit NeoPixel, und dann sollte hier die NeoPixel Library gefunden werden und diese wird dann hier ganz einfach installiert. Das ist hier so die Library, die wir brauchen, um wirklich die LEDs recht einfach und mit sehr wenig Code ansteuern zu können. Als erstes starten wir mit unserem Beispielcode, den man auch auf unserer Website herunterladen kann. Hier im Programm oben ist natürlich die Library included, dann haben wir hier den Pin, wo wir mit dem Strip verbunden sind, und die Anzahl der Pixels. Das ist hier in diesem Fall 100, das heißt, es gibt 100 ICs drauf. Und wir können hier 100 LEDs steuern. Der Strip hat zwar 300, da aber alle drei immer gleich gesteuert werden, haben wir nur 100 Controller. Dann geht es hier unten weiter, wo wir hier einmal den Pixel Color auswählen. Und hier als erstes 0 ist einmal, das heißt der Chip 0. Und dann geben wir hier zum Schluss die Farbmischung ein. Also 0, 0, also das ist, leuchtet nicht, und 100 leuchtet halbstark. Bis 255 können wir hier hochgehen. Wenn wir jetzt den Code auf unser Arduino-Board hinaufladen, dann sollten hier bereits die ersten drei LEDs, die mit dem ersten Controller gesteuert werden, grün leuchten. Weiter geht's dann, wenn wir jetzt hier statt 0 1 eingeben, dann sollte hier nicht mehr der erste Controller leuchten, sondern der zweite. Also wir fangen hier ja immer bei 0 Zählen an. In dem Fall ist es jetzt hier der zweite, aber in Wirklichkeit ist es der erste. Das heißt, jetzt leuchtet der zweite Abschnitt. Dann geben wir jetzt hier zum Beispiel 3 ein. Dann müsste auf den Strip, vom Beginn vom Strip, die vierte LED-Reihe anfangen zu leuchten. Und nach dem Upload-Vorgang sehen wir, dass auch das funktioniert. Jetzt werden wir hier eine andere Farbe zuschalten. Dazu werden wir uns jetzt wieder die erste Zeile hier im Void Loop kopieren. Die fügen wir jetzt hier ein. Dann sagen wir hier die Nummer 1, also unsere zweite Reihe, die soll jetzt hier in der Farbe blau leuchten. Das heißt, wir sagen jetzt 0, 100, 0. Das ist jetzt hier die blaue LED, die hier aktiviert wird. Nach dem Upload-Vorgang
sollte jetzt hier die grüne leuchten und natürlich hier, wie wir schon sehen, auch die blaue. Jetzt werden wir nochmal eine Zeile kopieren. Wir werden hier jetzt noch eine rote LED hinzuschalten. Das heißt, wir wählen jetzt hier aus den Teilabschnitt 2 und sagen hier 100, 0, 0. Das heißt, wir haben jetzt hier die rote LED aktiviert. Wir sind ja RGB, das heißt rot, grün, blau. Und wir sehen auch hier, dass die rote LED bereits funktioniert. Jetzt möchten wir hier noch kurz ein Beispiel von Adafruit vorstellen. Mit der Library kommen natürlich auch hier Beispiele. Wir haben hier den Simple Test, so nennt sich dieses File, dass wir hier jetzt, ohne dass wir näher auf das File eingehen, einfach einmal auf das Board hochladen. Und mit diesem File kann man hier einmal ein Demo sehen, was man hier mit diesem LED-Strip eigentlich alles machen kann. Das heißt, dass man hier die zum Beispiel nur eine rote Linie zeichnet oder schaltet und anschließend kann man hier dann verschiedene Farbmischungen anschauen und das blinken lassen und so weiter. Wie gesagt, die sind wirklich sehr individuell und sehr vielfältig programmierbar. Wir haben natürlich wieder alle Informationen zu diesem Projekt, auch den Beispielcode, Informationen zur Library und auch den Schaltplan auf unserer Website bereitgestellt. Deshalb ein Besuch ist es auf jeden Fall wert und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über ein Abo freuen. Und falls auch der Wunsch besteht, werden wir hier noch ein eigenes Video machen, wie man das Smart Home fähig macht, da wir uns ja momentan sehr mit diesem Thema auseinandersetzen.